Ja, dieses Video kommt spät, ungefähr eine Woche zu spät. Aber ich wollte dieses Video trotzdem machen und wahrscheinlich werde ich in den Kommentaren auch dafür geroastet, wie meine Meinung ist. Denn ich möchte heute einen Film besprechen, wo ich letzte Woche im Kino war. Am 1. Dezember startete er letztendlich überall, also in Indien, Amerika, Kanada und auch in Deutschland. Und hier an der Stelle Grüße gehen raus an Masala Crowd, die wieder veranstaltet haben. Natürlich war ich dabei. Natürlich war ich dabei. Ja, genau. Als ob ich jede Vorstellung irgendwie erwischen kann. Nein, das geht auch leider nicht. Aber Animal wollte ich mir tatsächlich nicht nehmen lassen. Denn im Vorfeld wurde schon ziemlich viel über den Film gesprochen, wie gewalttätig er sein soll. Und. Der Regisseur wollte uns mal einen richtig harten indischen Bollywood-Film zeigen. Und das ist ihm mehr oder minder auch durchaus gelungen. Er hat sich mittlerweile auch schon einen Ruf erarbeitet, der Regisseur Sandeep Reddy Vanga. Er hatte schon zwei Filme gemacht, unter anderem ein Remake von seinem ersten Film, den er in Telugu damals gemacht hat, und zwar mit dem Namen Kabir Singh mit Shahid Kapoor, der damals auch schon polarisiert hat, zwecks toxische Männlichkeit und. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass der Regisseur irgendetwas verarbeiten möchte, weil ihn, keine Ahnung, zu viele Frauen vielleicht den Laufpass gegeben haben. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es einfach nur seine Vision eines absoluten Gewaltfantasie oder ein Abbild der Gesellschaft, aber dazu kommen wir gleich. Der Film ist schon weltweit unglaublich erfolgreich. An dem Tag, wo ich dieses Video hier aufnehme, hat er schon 425 Crore eingenommen, von einem Budget von 100 Crore. Also definitiv dreimal so viel, kann man sagen. Und es wird ein absoluter Blockbuster sein, der auch ja, R-rated ist. Und ich freue mich darüber, dass genau solche Filme in Indien sich immer mehr Beliebtheit finden, beziehungsweise dass diese Filme funktionieren. Es müssen nicht immer die ganzen Familien in die Kinos rennen, denn diese Filme sind auch für Erwachsene und sollten auch für Erwachsene sein. Und dadurch, dass sich Filmemacher wie Sandeep Reddy Vanga sich trauen, sowas auch zu zeigen und ihre Vision auf Zelluloid zu bringen, finde ich das stark. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Na klar, der Film. Da gibt es jetzt viele Diskussionen. Ich würde ihn auch nicht unbedingt als Skandalfilm bezeichnen, denn er tut auch nicht viel mehr, als was andere Filme vor ihm schon getan haben. Vor 5 Jahren, 10 Jahren, 20 und sogar vor 30 Jahren. Ich meine, Shah Rukh Khan hat mit solchen Filmen angefangen. Natürlich nicht direkt mit solchen, nimmt meine Worte nicht, also packt sie nicht auf die Goldwaage. Aber es gab auch ein Ramjaane, es gab auch ein Anjaam, ein Dare, wo es auch um Besessenheit ging, wo es auch um durchaus toxische Männlichkeiten ging und. Letztendlich kann man diesem Film unfassbar viel vorwerfen. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, sein Abbild der Gesellschaft, so kann man ihn sehen, nur in einem übertriebenen Maße, gerade was so die Action angeht, der so tut, als ob er mit der Norm bricht, aber es dann letztendlich dann doch nicht tut. Es geht um toxische Männlichkeit, es geht um, mein Gott, man kann diesen Film auf Frauenhass, Misogynie und so vorwerfen, oder dass es einfach eine weitere Therapiestunde des Regisseurs ist, der eben schon des Öfteren ja, verlassen wurde. Keine Ahnung, er bietet auf jeden Fall ganz viel Angriffsfläche. Für mich ist es letztendlich eine Vision eines Regisseurs, die nicht eingedampft wurde. Und das passiert mittlerweile relativ selten. In Indien funktioniert das noch. Deswegen laufen diese Filme 2,5, 3, 3,5 Stunden, 4 Stunden. Und mit, ich glaube, 3 Stunden und 21 Minuten ist es auch einer der längsten indischen Filme, gerade auch der Neuzeit. Gibt die Geschichte die Länge her, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls ist der Film politisch so unkorrekt, wie er eigentlich nur sein kann. Es gibt Dialoge, die ich so wahrscheinlich auch nicht hätte mit reingebracht oder geschrieben hätte, die ja nicht mal Sinn ergeben und vielleicht ergeben sie in ihrer Sinnlosigkeit Sinn, weil wir es hier mit einem Mann zu tun haben, mit Vijay, gespielt von Ranbir Kapoor, der in einem absoluten Wahn gerät. Also eigentlich sehen wir hier die ganze Zeit einen Psychopathen dabei zu, wie er das eigentlich das größte Arschloch ist
und psychopathische Dinge tut und eigentlich jeden verletzt, den er in seinem Leben mehr oder minder begegnet, einfach nur, weil er die Anerkennung seines Vaters haben möchte, weil er total besessen davon ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, seinen Vater natürlich auch zu schützen, er wird ja auch nicht jünger, seine Familie, seine Geschwister zu schützen, natürlich auch die Liebe seines Lebens zu beschützen, aber auch hier fangen schon wieder die Probleme an. Gibt es da wirklich eine Liebesgeschichte drin? Ich würde schon fast sagen, nein, in seiner ganz verschrobenen Art und Weise zu denken und zu handeln, ist es für ihn vielleicht lieber, aber ja, so eigentlich nicht der Norm entsprechend, was andere als Liebe betiteln würden. Und in was für ein Film man ist, merkt man eigentlich so in den letzten 5 Minuten. Ich möchte Terrifier nicht als Beispiel nehmen, das ist die andere Gewaltorgie, aber wir sind in einer Gangsterwelt mit Gangstern, wir sind quasi, es ist eine Familie, die sich mehr oder minder wahrscheinlich alle gegenseitig abschlachten werden. Denn ja, Spoiler hier, es geht vermutlich noch weiter. Es gibt noch einen zweiten Teil, der hört auf einer ziemlich coolen Note auf, wo ich mir dachte, oh, okay, alles klar, in so einem Film sind wir. Das hätte man schon vermuten können in den 3,5 Stunden davor. Aber so die letzten 5 Minuten reißen es noch mal raus, beziehungsweise da wird klar, alles klar, gut. Ich verstehe das vollkommen. Also alles gut. Und dadurch nehme ich ihn auch nicht wirklich als ja, wahr an oder als Abbild der Gesellschaft. Ja, es gibt diese Rollen, es gibt solche Typen, wie Ranbir Kapoor einer ist, oder es gibt auch die Frauen, die sich unterordnen, es gibt diese Väter, es gibt auch diese Besessenheit, es gibt auch diesen Vater-Sohn-Komplex und in Indien ist es ja nochmal ganz anders. Ich selbst kann das natürlich nicht ganz so verstehen, weil ich zu meinem Vater nicht so ein Verhältnis habe. Und komischerweise ist auch mein Vater, also er kommt dem sehr nah, kann man sagen, außer dass meiner nicht halb so erfolgreich war. Aber ich kann bis zu einem gewissen Grad das verstehen, dass der Sohnemann quasi die Anerkennung haben möchte, aber trotzdem, so weit wie dieser Film hier geht, mit diesem Vaterkomplex, diese Daddy-Issues, da kann ich nicht mitgehen. Ne? Das ist mir viel zu übertrieben. Aber gut, das ist die Handlung. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, aber gut, ist halt so. Ich finde es relativ mutig, so einen Film rauszubringen. Auch wenn er nicht so viel anders macht als andere Filme vor ihm. Ich habe es ja schon gesagt, es gab damals auch Dar, Ramjaane, Anjam mit Shah Rukh Khan. Auch gerade im Telugu und im Tamil-Bereich gibt es Filme, wo man sagen kann, okay, Frauenhass ist ein Thema vielleicht, gewaltverherrlichend, Fragezeichen, all das kann man diesem Film ja auch vorwerfen. Weil es auch all diese Typen von Figuren gibt in der realen Welt. Aber hier wird das alles nochmal ein bisschen hochskaliert und man kann sich darüber streiten, ob Ranbir Kapoors Figur hier glorifiziert wird. In meiner Meinung nach nicht ganz, denn es gibt ja auch Konsequenzen, gerade was seine Frau angeht, also gegen Ende hin. Und auch in den letzten 5 Minuten wird klar, alles klar, das ist ja eine Gewalt. Spirale, aus der er nicht mehr rauskommt, also definitiv nicht mehr lebend. Keine Ahnung, wie viele Teile es geben wird. Einen zweiten wird es definitiv noch geben. Ich glaube, der wurde halb bestätigt. Aber ich kann mir noch vorstellen, dass es noch einen Teil 3 geben wird. Und. Solange das Ding erfolgreich ist, so wissen wir auch, in was für einem Film wir uns gerade befinden. Also, wir reden ja jetzt nicht gerade über ein, ja. Ich weiß gerade, ich habe gerade keinen direkten Vergleich, aber Dangi, der nächste Shah Rukh Khan-Film, sieht halt ein bisschen anders aus. Der sieht auch ein bisschen, ich würde nicht sagen geerdeter aus, aber vielleicht hat er eine bessere Sozialkritik als Animal oder ist ein besseres Abbild der Gesellschaft. Oder My Name is Khan damals vielleicht. Oder auch in Hollywood gibt es einige Beispiele. Und so ein Film ist Animal meiner Meinung nach nicht. Denn er verkommt zu einer absoluten Gewaltorgie bzw. Gewaltfantasie eines Regisseurs, der
einfach sein Ding macht, der ziemlich eigenwillig daherkommt und ja, auch vieles einfach keinen Sinn ergibt, was man an diesen Figuren einfach sehen kann. Denn Ranbir Kapoor Figur versucht natürlich auch, er sagt, dass er seine Frau, die er dann quasi zur Frau nimmt, dass er sie liebt. Gleichzeitig geht er ihr aber fremd, weil er etwas herausfinden möchte. Und rechtfertigt sich einfach nur, weil es geht um den Schutz seiner Familie und seines Vaters und so weiter und so fort. Also alleine daran sieht man, in was für einen Film er steckt, in was für einen Wahn er steckt. Und dass das nichts mit der Norm zu tun hat, wie wir Emotionen empfinden oder wie wir Liebe empfinden oder was wir für Liebe halten. Das kennt er gar nicht, das hat er gar nicht, diesen Bezug hat er gar nicht. Das ist alles mal 10 sozusagen und er rechtfertigt halt alles mit seinem Alpha-Getue. Er erzählt auch seiner dann Ehefrau quasi, ja, in der Geschichte, ne, hunderte von Jahre, die Frau hängt sich dann letztendlich an einem Alpha-Mann, weil sie genau weiß, dass er sie beschützen kann. Und letztendlich, ja, tut er das auf einer gewissen Art und Weise, also in seinem Verständnis tut er das. Aber er ist das Schlimmste eigentlich, was der Frau passieren kann. Und das ist, deswegen heißt der Film auch wahrscheinlich Animal. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Man kann diesen Film wirklich auseinandernehmen. Ne? Leute reden über ihn und letztendlich wahrscheinlich, ja, Ziel erreicht, würde ich jetzt mal sagen. Spornt er die Leute an, Gewalt auszuüben? Ist er gewaltverherrlichend? Diese selbe Diskussion kann man mit Spielen machen. Dieselbe Diskussion kann man halt über andere Filme starten, auch vor ein paar Jahren. Joker, quasi ähnliche Thematik. Letztendlich wird es hier auch, ist es ein Aufstieg und sogar eine kleine Fallgeschichte, also nicht mal nur ein kleiner Fall, ich finde das sogar ein recht großer Fall, also ein Downfall, denn nach der Hälfte sieht man Ranbir Kapoor oder Vijay, wie er heißt, dick, also ne, völlig zugeballert, völlig fern von der realen Welt. Davor hat er so viele Gegner quasi abgeschlachtet. Klar, er trainiert sich dann auch nochmal wieder hoch für den finalen Endbosskampf, wie auch immer. Aber das ist ja alles nicht gut, was da passiert, ne? Also die metzeln sich ja alle gegenseitig ab. Und da wird es kein gutes Entkommen geben für seine Figur, für wahrscheinlich keine der Figuren. Ersten noch für die Kinder und am besten müsste er sich in späteren Teilen selbst umbringen, damit seine Kinder eine Chance haben, dem so ein bisschen zu entfliehen. Also ein bisschen Sons of Anarchy mäßig, kann ich mir vorstellen. Aber mal gucken, ob sie so weit gehen. Jedenfalls ist der Film schonungslos. Er ist politisch komplett nicht korrekt. Und es ist mal, ich finde, mal befreiend, solche Filme zu sehen, denn gerade noch. Auch in amerikanischen Filmen, gerade in Hollywood-Filmen, die werden so verharmlost mittlerweile, die werden so eingedampft. Und ich finde es schön, dass gerade indische Regisseure oder indische Filmemacher ihre Vision irgendwie noch so ausufernd erzählen können, ohne dass jemand mit dem Finger dasteht. Nein, 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 nein. So machen wir das jetzt nicht. Na klar, gibt es da auch gewisse Richtlinien. Es gibt auch, das darf man nicht zeigen, nicht zu viel Sex, nicht zu viel dieses und jenes. Ne? Aber. So der Inhalt, die Geschichte an sich, die dürfen sie schon erzählen und das auch in einer ziemlich breiten Länge. Und das finde ich immer ganz cool. Deswegen schaue ich mir diese Filme an. Es gibt auch drei, vier grandiose Szenen meiner Meinung nach und deswegen kann ich ihn schon mal nicht als schlechten Film werten, denn man sagt, wenn ein Film drei, vier starke Szenen hat, dann kann er schon mal nicht so schlecht sein. Und die letzten 20, 25 Minuten vor der Pause, also vor dem Intervall, sind mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ranbir Kapoor im absoluten Rage-Mode, ne, Carnage höchstpersönlich, metzelt er da alle seine Gegner nieder. Und dann gibt es noch so eine Gatling-Gun-Szene. Manche Poster, also diese Gatling-Gun-Maschine auf einem. Eine Art Motorrad, also zumindest oder Auto, wie auch immer, das wurde ja, glaube ich, schon rausgebracht.
einem Poster damit. Also hat da so eine mördermäßige Maschine und er ballert damit alles nieder. Das ist schon geil. Und gerade wenn dann die Musik auch auftönt so und er sich dann durch die Gänge, durch die Flure da metzelt, das hat was. Das hat schon Stil. Ne? Da kann man sagen, okay, das ist mir alles ein bisschen zu krass. Aber ich fand's geil. Ich fand's super. Deswegen, ich will den Film nicht mehr geben als das, was er letztendlich sein will. Und genau das wollte er letztendlich sein, nehme ich mal an. Aber ich glaube, aus dem Film kann jeder entweder alles ziehen oder gar nichts. Jeder kann den Film so interpretieren, wie er ihn interpretieren will. Und ich interpretiere ihn in dem Sinne so. Deswegen, besser wird dieser Film auch nicht mehr nach den 20 Minuten vor dem Intervall. Ich mochte Ranbir Kapoors Szene, wo er dann mit langen Haaren und Bart und Zigarette auftaucht, wo er dann so ein richtiger Gangster-Boss ist, auch mit der Hintergrundmusik. Ich mochte Bobby Dalls ja, Szene, wo er quasi etabliert wird mit diesem sehr, sehr alten Song, glaube ich. Und Wahnsinn. Was für eine Aura, was für eine Szene. Ich fand die so, so stark. Ich gucke mir immer mal wieder so Schnipsel an auf Instagram. Also wenn ich so Schnipsel finde von Leuten, die das aufgenommen haben im Kino, fand ich so gut. Und auch der Endkampf ist super gelungen. Auch hier wieder mit der Musik. Musik ist ein ganz zentrales Mittel, um diese Geschichte zu erzählen, beziehungsweise um diesen Film so auf die nächste Stufe zu katapultieren. Denn gerade die Musik fand ich sehr stark, richtig stark. Die untermalen die Szenen ganz besonders gut. Fand ich klasse. Wie gesagt, drei, vier Szenen, die mir so einfach im Gedächtnis bleiben. Auch generell die Figuren zwischen, also Ranbir Kapoors Figur und Bobby Dalls Figur, die ja auch noch eine Verknüpfung haben, was ich jetzt hier aber nicht spoilen möchte, wo Ranbir ja noch so einen kleinen moralischen Kompass hat, ist Bobby Dalls also weit davon entfernt, also der ist schon völlig, völlig weg. Das sieht man schon in der ersten Szene. Er ist ein absoluter Psychopath. Und das macht er so gut. Bobby Dalls, ich habe mit ihm noch, also nicht allzu viele Filme gesehen. Er war ein großer Star in den 90er Jahren, zum Beispiel auch so Filme wie Gupt. Fand den aber nie so besonders. Dann hat man ihn auch hier und da mal in so eher peinlichen Rollen gesehen. Oder so eine Lulli-Rollen wie in Dostana. Den meisten vielleicht bekannt im deutschsprachigen Raum mit Priyanka Chopra und Abhishek und John Abraham damals in der Komödie. Und ich habe Bobby Dalls noch nie so gut gesehen. Ich hätte mir so viel mehr noch von ihm gewünscht in dieser Rolle, weil er spielt echt einen faszinierenden Bösewicht. Einer der besten Bösewichte in letzter Zeit, meiner Meinung nach. Denn er redet nicht. Er macht alles nur per Mimik, Gestik. Er ist quasi stumm. Ob er selbst nicht mehr reden möchte oder wirklich stumm ist, das ist ja in dem Sinne egal. Dadurch wirkt er einfach unfassbar faszinierend. Und gerade wenn er so blutüberströmt und er auf dieser Party da ist, Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind Bilder, die man nicht vergisst, tatsächlich. Also wir reden hier von einem modernen, potenziellen Kultfilm für das indische Kino und mit den besten und größten Filmen von Ranbir Kapoor, der ihn definitiv zeichnen wird für den Rest. Dann, ja, es gibt auch also generell die Schauspieler durch die Bank weg sind toll. Auch die Frauen hier, da muss ich mal kurz, Tripti Kimri, das ist quasi die Geliebte von Ranbir Kapoor, auch gerade in den emotionalen Momenten, äußerst stark. Rashmika Mandanna, als die Ehefrau von Ranbir, fand ich auch super. Ich kenne beide schon aus anderen Filmen und ich finde, das sind zwei sehr talentierte, tolle Schauspielerinnen, von denen man noch recht viel erwarten kann, glaube ich. Doch, das machen sie gut. Es gibt auch so einen Dialog zwischen der Ehefrau und Ranbir denn quasi, also Vijay, weiß ich nicht, lass es 8 Minuten sein, 10 Minuten. Dieser ganze Dialog ergibt teils kaum Sinn, nicht wirklich. Also gerade in Ranbirs Welt
aber auch in ihrer Welt. Und daran merkt man, dass alle komplett eigentlich ein Ding an der Waffel haben. Ne? Also sogar die Ehefrau ist schon so davon mitgenommen, alleine, dass sie sich sowieso für ihn entschieden hat. Die sind ja alle nicht normal. Die sind ja alle völlig absolute Psychos, kann man sagen. Auch Anil Kapoor, sehr souverän, wie immer eigentlich. Und die Action-Szenen, es gibt, wenn man den Trailer sieht, dann würde man meinen, okay, da gibt es mehr Action-Szenen, aber nein, es gibt nur eine richtig große, dann gibt es noch den Endfight und hier und da mal so ein bisschen ein paar Schießereien oder so. Aber für 3,5 Stunden hin und also war es mir vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, aber dadurch blieben die natürlich, die da waren, quasi in Erinnerung. Letztendlich, es gibt auch viele Gangsterfilme Anleihen. Also ich meine, Ranbir Kapoor ist wie Michael Corleone, kann man sagen. Al Pacino aus Der Pate, der auch quasi alles damit rechtfertigt, für seine Familie da zu sein, für seine Familie zu tun, indem er über Leichen geht. Und in so einem Film befinden wir uns. Und das kann man kritisieren, das kann man gut finden. Jeder kann aus dem Film das ziehen, was er ziehen möchte. Ist ja moralisch verwerflich, ja, auch das, vielleicht mag er das sein. Für mich ist das letztendlich Kunst. Es ist ein Film, es ist ein Kunstwerk, was man so betrachten kann und wo man ganz viele Interpretationen starten kann. Und so sehe ich ja letztendlich auch Filme. Die müssen nicht immer mir eine Message geben oder sonst was. Und dann, ja, kommen wir zur Regie, die ist hier und da mal so ein bisschen holprig, dass da hätte mir das ein oder andere ein bisschen besser gefallen. Grundsätzlich aber gut in Szene gesetzt, rein handwerklich. Schnitte hier und da auch mal ein bisschen zu viel. Und er geht deutlich zu lang. Also 3,5 Stunden für diese Geschichte. Lass eine Dreiviertelstunde davon kürzen. Und es wäre derselbe Film gewesen. Dieselbe Aussage, die der Film vielleicht treffen möchte, so ungefähr. Oder dass denselben Impact, den dieser Film ha haben möchte, denn er will ja also auch so ein bisschen provokativ sein, hätte man auch in 3 Stunden oder sagen wir mal in 2,5 Stunden erzählen können. Ja, diese Überlänge, die hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Das ist ein großer Kritikpunkt. Schneid ein bisschen was weg und dann wäre der Flow und alles ein bisschen flüssiger gewesen. Bobby ist so eine faszinierende Figur, leider zu wenig Szenen, auch da quasi ja, Punkteabzug. Denn hier gibt es ja diese Parallele. Alleine wenn Bobby Dall zum allerersten Mal in Erscheinung tritt, dieser Bildwechsel, erst sieht man Ranbir und dann in Bobby Dall. Und wie beide sich verhalten und benehmen. Ranbir ist halt noch dieser, ja, ich will nicht sagen Anti-Held, aber für diesen Film ist er es halt. Und Bobby Dall ist halt diese schon fast Naturgewalt, diese Bösartigkeit in Person, die Ranbir aber auch ist und sein kann und wahrscheinlich noch immer mehr sein könnte im Verlauf der Geschichte oder den Teilen, wie auch immer. Und das ist so beide Seiten der Medaille. Eigentlich ja, sind sie quasi Brüder, kann man sagen. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Faktor in diesem Film, der aber mir zu wenig herausgearbeitet wurde, weil Bobby Dall auch zu wenig Szenen hat, in denen er brillieren konnte. Aber wenn er Szenen hat, dann brilliert er komplett und nimmt die Leinwand für sich ein. Und so kannte Bobby Dall bisher definitiv noch nicht. Ja, der Film hätte auch mehr sein können, als er letztendlich ist. Das muss man zugeben. Aber ich gehe da mit, ich gehe da völlig mit. Ich hatte im Kino, ich will jetzt vielleicht nicht sagen Spaß, aber ich war so ein bisschen, ich war fasziniert. Ich dachte, okay, krass, was für ein, das ist schon, an manchen Stellen dachte ich, hammergeil, richtig stark in Szene gesetzt. Dann dachte ich mir wieder so bei einigen Dialogen, ah, da knirsche ich aber mit den Zähnen. Und dann auch das Ende und dann worauf es letztendlich hinausläuft, also diese Vater-Sohn-Konfrontation, rechtfertigt das die Länge, rechtfertigt das quasi das Gesehene, kann man drüber streiten. Ich würde sagen, nicht, nein. Aber bis zu dem Punkt wurde ich unterhalten.
und war es ein ziemlich stylischer, krasser, gewalttätiger Film, der mich auch an so Gangsterfilme erinnert, à la Goodfellas und so. Natürlich, wir reden hier über Goodfellas. Das ist ein absoluter Klassiker, da kommt Eminem nicht mal im Entferntesten ran, versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich glaube, ihr versteht, in welche Richtung er gehen möchte, beziehungsweise das auf einer, mit dem indischen Charme und auch mit der indischen Mentalität und mit der indischen Holzhammer-Taktik, beziehungsweise alles muss noch größer sein, krasser und blutiger und mehr over the top, also jede Figur ist ein bisschen drüber und auch die Gewalt ist drüber als jetzt, ja, als amerikanische Vorbilder zum Beispiel. Und damit bin ich eigentlich bei einer Wertung von, viele werden bestimmt oder einige werden mich, wie gesagt, roasten in den Kommentaren, wie ich diesen Film so hoch werten würde und dass ich doch die Message nicht gesehen habe oder dass der Film irgendwie ein ganz verzerrtes Bild darstellt. Aber dann soll es so sein, ich gebe den 3,5 Sterne. Und meiner Meinung nach ist dieser Film für Ranbir Kapoor das, was DDLG für Shah Rukh damals gewesen ist, was KGF für Josh ist, was die Tiger-Film oder Dabang für Salman Khan ist. Oder was Sholay für Big B ist, also Amitabh Bachchan. Einfach dieser eine Film, der maßgeblich quasi Ranbir Kapoor, ja, mit dem man den identifizieren kann oder der eine so große Popularität bekommt oder der Film so polarisiert, dass man ihn immer mit diesem einen Schauspieler in Verbindung bringt und natürlich auch was Erfolg angeht. Denn let's face it, nach 4, 5 Tagen kann man jetzt schon sagen, Anime wird der erfolgreichste Film, den Ranbir Kapoor jemals gemacht hat bisher. Darauf kann er aufbauen und ja, es ist sein Film, es ist seine Rolle. Wenn es da weitergeht, schön für ihn. Und ja, einer dieser Filme, die einen Schauspieler wirklich zu dem machen kann, was er dann irgendwann werden könnte oder sein wird für das Publikum und quasi auf die nächste Stufe eigentlich, ja, er die nächste Stufe erreichen kann in seinem, sag ich mal, Superstar-Status. Denn jeder redet mittlerweile gerade zur Zeit über Ranbir Kapoor und dass er angekommen ist. Ja, er ist schon eigentlich 20 Jahre im Game, glaube ich, aber mit dem Film, da haut er nochmal wirklich Fußstapfen auf den Boden, ne? Und in die muss man dann auch zukünftig erstmal reintreten. Also, ja, ihr versteht, was ich meine, glaube ich. 3,5 Sterne für dieses Werk, was definitiv polarisieren wird. Und ich kann jeden verstehen, der mit diesem Film nichts anfangen kann. Es ist auch in dem Sinne nur meine Meinung und nichts als meine Meinung. Die müsst ihr auch nicht für voll nehmen, die müsst ihr nicht ernst nehmen. Ich fand ihn gut. Aber ich verstehe jeden, der mit diesem Film, der den komplett auseinander nimmt. Ja, denn das kann man machen. Das kann man definitiv bei diesem Film machen. Und damit verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bye.